Wenn Regentropfen zu Regentropfen kommt, kann das Wasser verheerende Folgen anrichten. Damit der Rhein in seinem Flussbett bleibt und es in Mainz möglichst nie wieder landunter heißt, hat die Stadt seit Mittwoch eine mobile Hochwasserschutzwand für den Bereich Winterhafen. Dieses Gebiet ist hochwassergefährdet, so muss man es einstufen, weil ein 200-jähriges Ereignis die Stadt komplett überfluten würde. Denken Sie bitte dran, dass die Domplätze deutlich niedriger sind als das höchste Hochwasser. Also es gibt eine alte Chronik, die sagte, es stand einem Knaben bis an die Hüfte am Tor des Doms, an der schönen Pforte des Doms. Und das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen ja alle nicht Paddelboot fahren in Mainz. Wir wollen trockenen Fußes uns dort bewegen. Innerhalb von 4 Stunden ist die Konstruktion aus Leichtmetallpfosten und Dammbalken aufgebaut. Ein gutes halbes Jahr dauerten die Installationsarbeiten. Bodengleich wurde über die gesamte Trassenlänge ein Stahlbetonbalken verlegt. Darauf kann die Wand wasserdicht verankert werden. So, das Schöne ist, wir sind jetzt auf der sicheren Seite, andere werden Probleme bekommen. Wir haben sie heute aufgebaut, weil sie abgenommen wird, weil sie heute das erste Mal errichtet wurde. Findet also die richtige Bauabnahme statt, sie wird danach wieder abgebaut werden. Die Kosten von rund 1,2 Millionen Euro wurden zu 90% vom Land Rheinland-Pfalz bezuschusst. Wir haben uns international verpflichtet, einen 200-jährigen Hochwasserschutz zu garantieren. Und das bedeutet, dass hier diese Anlage notwendig war. Man darf die Gefahr nicht unterschätzen. Also 1988 war das Hochwasser so hoch, dass es hier eigentlich schon fast über die Deichmauer geschwappt ist. Bei knapp 7,80 Meter stand der Pegel 1988 in Mainz. Ab einem Pegel von knapp 8 Metern würde die Hochwasserschutzwand in Zukunft aufgebaut. Weil bei 8,30 Meter das 200-jährige Ereignis ist und bis dahin schützen wir. In Wirklichkeit ist es so, dass der Schutz noch 50 Zentimeter höher ist, einfach weil man dann natürlich bei der starken Strömung auch Wellen hat und so, dass man also 8,30 Meter plus 50 Zentimeter hier auf der Hochwasserschutzwand hat. Die mobile Hochwasserschutzwand ist etwa 630 Meter lang und verläuft zwischen Ruderverein und Dagobertstraße. Wieso endet diese Hochwasserschutzwand auf der Höhe des Fort Malakoff? Die Malakoff-Terrasse ist deutlich höher als die Straße hier direkt am Winterhafen, sodass wir dort oben einen mobilen Hochwasserschutz nicht mehr benötigen.